Todli Modli Bänge, Digli Dodli Leute, wir sind heute mit dem Punagi Suflaki Chodaki Kazaki Minaki. Hallo! Und wir sind heute draußen mit einem verdammten Metalldetektor. Und wir suchen heute das große Geld, das große Gold, das große Glück. Wir haben mitten in der Nacht, wir sind vorbereitet. Und ja, was sagst du dazu? The One Piece is real. Ich glaube, wir haben einen Schatz. Oh mein Gott, was ist hier? Was ist hier, Bruder? Und haben wir schon gefunden? Jawohl. Nö. Das piept aber überall, du. Das Ding macht einen Freestyle, du. Wie gesagt, ja, das Ding ist Freestyle-Beatboxer. Boah, das piept so oft. Unsere Schaufel ist schon ein bisschen gedamaged. Aber egal. Ich glaube, das wird nichts. Schatz, bist du's? Warum piepst du nicht? Ist hier etwa ein Schatz? Piep. Oh, ein Schatz. Ich glaube, so wird das nichts. Die Zahlen, Mason, was bedeuten sie? Ah, der starke Mann. Der starke, blechbiegende Mann. Hey, ah. Ein Schatz. Ein Schatz. Ich hol den Schatz. Boah, das piept ja überall. Hallo? Das ist Belästigung. Ich glaube, dein Ding ist kaputt. Glauben Sie, dass ich verrückt bin? Finden wir heute noch einen Schatz? 10 Cent auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Wie läuft die Goldsuche? The One Piece ist real. The One Piece? Wohl er gehört in den Müll. Irgendwas läuft hier falsch. Egal. Wir haben eine Genehmigung. Wir sind gute Menschen. Danke für die Bestätigung. So ist die POV eines schatzsuchenden kleinen süßen Italieners aus Baden-Württemberg. Wir sind mitten im Nichts. Mitten auf einem Feld mit Punaki, Suflaki, Chadaki, Kadaki, Minaki. Sind sie böse? What the hell? Komm, wenn du mich liebst, dann piep jetzt. Piep! Hast mich gefischt. Das ist aus. Das Ding macht einen Freestyle. Hilfe! Piept das auch bei deinem Kopf, Bruder? Was glaubst du? Ja, Mann. Das piept sogar bei dir. Du bist ein Schatz! Oh, danke schön. Ein Schatzi! Ja. Bruder, hier stinkt es voll nach Pfandflaschen. Ja. Warum stinkt es so nach Pfandflaschen, Digga? Auf geht's, landwirtschaftlicher freier Verkehr in Baden-Württemberg. Das ist doch super. Nee, ich finde Geschenke in der Luft. Was ist das für ein Geschenk? Ist das Hundescheiße? Piept das? Ja, Mann, Hundescheiße auch ein Geschenk. Crazy. Was sagen Sie für ein Resultat? Ich scanne mal nach Tieren. Soll ich die scannen nach Tieren? Ja. Ich glaube. Nein. Mit deinem Auge. Meine Augen hast du. Bin ich ein Krabbeltier? Bin ich ein Krabbeltier, Junge? Nee, der Herr. Wow, das hört man gern. Das hört man ja gern, kein Krabbeltier zu sein, du. Schatz, wo bist du? Oh, da. Nee, doch nicht. Oh, doch. Haben wir etwa den Schatz entdeckt? Scheiße. Haben wir etwa die Millionen gewonnen? Auf zu piepen, Mann! Ist das die Renn? Oder? Reicht! Ist das unser Glück, Punaki? Nö, ich glaub nicht, aber ich hab trotzdem Hoffnung. Die Frage ist nur... Bist du die Nummer 14? Na, aber ich find sie nicht! Hey, sie machen mich dreckig. Tut mir leid. Das ist nicht nett. Zeigen Sie mal die Schaufel. Wie neu. Hätte ich lieber diese Hackscheiße mitgenommen. Hackebällchen. Hey, mein Penis. Nicht die, geh weg. Haben Sie gerade meinen Penis belitscht? Ja, hab ich. Das finde ich gemeingefährlich. Haben Sie was dagegen? Ja. Behalten Sie es für Sie. Ich will das nicht. Mein Gutster, ich glaube, es wäre die beste Lösung, wenn wir beide uns auf einen Spielplatz begeben mit Sand. Weil hier auf der Wiese sieht es nicht so gut aus. Ja. Sollten wir das vielleicht in Kauf nehmen? Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich am Spielplatz wieder. Okay, Punaki, da sind wir. Wir sind am Sand. Wir suchen Schätze im Sand. Denken Sie, wir finden etwas im Sand? Ist das Ding an? Ja. Also hier piept ja gar nichts. Sicher, dass es an ist? Ja. So. Wieso finden wir nichts? Was soll das? Freddy! Punaki, das Ding ist gegen uns. Warte, komm mal her. Ich komme. Bin gekommen. Machen wir jetzt. Piepst du? Oh, du bist ein Error! Piep ich? Nein, ich bin kein Error. Du passiv.
Ich bin kein Error. Schaukeln? Willst du schaukeln? Ja. Bist du ein Schatz? Nein. Wow, oh, die ist böse. Böse Schwingungen. Was steht da? Nickel. Ach so, du hast Geld drauf? Nein. Bist du Geld? Oh, jetzt gepiept. Hier piept's. Es piept Punaki. Maloche, Junge, Maloche. Die Rente kommt nicht von allein, Junge. Oh, Geld. Geld hier auf dem Haufen. Oh, Geld. Unsere Rente wird gesichert sein, Punaki. Wir werden Millionär. Tefa. Oh, hier piept's ja. Wir können uns bald ein Haus bauen, wenn du weiter so machst. Oh. Ist das der Schatz, nach dem wir suchen? Ist das One Piece? Ich glaube nicht. Und nein, der Metalldetektor ist nicht von der Temu. Bevor mir hier jemand Dinge unterstellt hat, oder? Das ist feinste Ware, Schweizer Schokolade. Oder Punaki? Ja. Jawohl. Hier piept. Man merkt, hier sind zwei Profis am Handwerk. Aber wir sind geübte Fachmänner. Wir haben sogar eine Lampe dabei. Eine Lampe. Ist das etwa eine Duschlampe? Duschlampe. Nein, ist das eine Duschlampe? Das ist eine Duschlampe. Duschlampe? Was meinst du, Duschlampe? Eine Duschlampe. Nein, Duschlampe. Nein, Duschlampe. Ich bin keine Schlampe, du Schlampe. Ja. Scammer wurde gescammt. Normalerweise muss sie piepen. Ihr piept ja gar nichts. Piep. Bist du vielleicht den Schatz, den ich die ganze Zeit gesucht habe? Nein, es piept dich nicht an. Ich bin kein Schatz. Du bist kein Schatz mehr. Ist das etwa ein Delfin? Hier um Land? Fick euch, Delfine. Kennst du das von Salz? Fick die Wahl. Ich glaube, das sieht mau für uns aus, mein Süßen. Ich glaube, das Schicksal ist nicht auf unserer Seite. Gibt euch gar nichts, ne? Ich bin dran. Okay. Zeit für ein Switch. Ja, die heiligen Werkzeuge. Oh! Bo! 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 Ich glaube, wir haben's. Scammer wurde gescammt. Oh, doch nicht. Oh. Oh. Show me the money, Bruder. Show me the money. Nicht schon wieder. Selbst bei Sand. Jetzt kannst du hacken damit. Man denkt Minecraft, Bruder, was ist das schon wieder? Ah. Ich glaube, hier ist nichts. Hier muss was sein. Das Ding ist genauso schief wie meine Nase, guck mal. Ja, Mann. Also, ihr glaubt, da ist noch irgendwas tiefer verbunden, ne? Ah, viel tiefer geht's auch nicht mehr, Junge. Ey, oh, das fällt doch gleich ab. Ja, da kommt nichts. Ist diese Prank? Are you pranking me right now, yo? Das sieht für mich nach einem schlechten Prank aus. Also, irgendwas ist hier böse im Busch. Where are you going? Musst eigentlich Überstunden aufschreiben hier für die Arbeit. Da geht's ja ab, du, was ist denn da los? Schau wieder, Schmitzkatz hier. Haben Sie den Schatz entdeckt? Scheint ein Schatz zu sein. Wir müssen noch eine Sache wenigstens finden, Mann. Wir finden nur Wurzeln, Bruder. Hast du Wurzeln? Was soll das? Sind wir uns sicher, dass dein Kollege das nicht von Temu hat? Ist das vielleicht doch von Temu? Gemeingefährlich. Hier geht's überall ab. Nur wir finden nichts. Oh mein Gott, das ist ein Schatz. Oh mein Gott, unser erster Schatz. Bruder, eine Gieß... Das Ding piept ja wirklich. Ich krieg Kopfschmerzen, Mann. Da muss was sein. Boah, diese Schaufel ist für den Arsch. So, jetzt haben wir alle Schätze verloren, die haben sind vor uns weggerannt. Ja, das sage ich laut. Okay, wir gehen heim. Zeit zu gehen? Kein Bock mehr, da was? Scheiß drauf. Was tust du da? Ein kranker Mann rennt weg. Okidoki, Minoki, Pantantoki, das war's mit dem Video, wir haben nichts gefunden. War das eine Enttäuschung, Punaki? Das heißt wohl ja. Aber das wird nicht das letzte Mal sein mit diesem verdammten Metalldetektor. Auf jeden Fall war es mit dem Video, wenn es euch gefallen hat. Checkt mir gerne einen Daumen und ein Abo, wenn ihr neu seid. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Und Punaki sagt Tschüss. Tschüss. Wow, Metalldetektor, Punaki. Tschüss. Ja, liebe. Da.